Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier, auch weil ich immer wieder gerne in Zürich bin, aber auch weil ich das Thema sehr wichtig finde. Und das ist auch schon eine Sache, dass Sie, dass die Swiss Foundations diese doch brisante Frage thematisieren möchten. Und ich habe mich natürlich auch mal daran gemacht, dass ich mich ständig mit Stiftungen, mein Dauerthema sozusagen, aber ab und zu beschäftige ich mich damit. Übrigens, wenn Sie auf die Website der MEM Denkfabrik für Wirtschaftsethik gehen, wenn Sie sofort erfinden Sie auch ein kleines Essay, ne? so klein ist es gar nicht, davon zähle ich heute etwas zur Ethik des Spendens und Stiftens. Ich habe den Vortrag genannt, das habe ich gerade noch in Zug gemacht übrigens, wie nenne ich das Ding denn? Die Unteilbarkeit der Idee der Menschenfreundlichkeit. Philanthropie ist ja Menschenfreundlichkeit und diese Idee, behaupte ich, ist unteilbar. Und da bin ich auch bei dem schlechten und bei dem guten Geld natürlich. Ich glaube, Sie verstehen den Zusammenhang. Das falsche Konzept der Philanthropie, die erst nach Geschäftsschluss einsetzt, darum geht es mir. Ich werde das also spezifisch fokussieren und viele der aufgeworfenen Fragen nicht und darauf nicht angehen. Da kommen wir, glaube ich, dem Podium zu. Und ist nicht laut genug. Die Frage angehen, die aus meiner Sicht die grundlegendste und wichtigste ist. Ich fange mal ganz einfach und ganz elementar an und frage nach der... Darf ich nur mal schnell fragen, hören Sie Herrn Thielemann da hinten? Nicht gut. Ich kann es auch folgendes machen, kein Problem. Ich kann auch weiter nach oben rüsten, wenn Sie das machen, weil ich sehe das nicht. Ich kann auch lauter sprechen. So, was gibt es da hin? Dann ist das aber ganz schön laut, würde ich sagen. Okay, jetzt spreche ich nochmal und ich spreche lauter. Hören Sie mich jetzt? Gut. Gut. Ich hoffe, es ist besser. Und ich rede so laut es mir möglich ist. Ich bin kein Lautredner, muss ich gestehen. Also, die elementare Frage, mit der ich beginne, ist, oder die elementare Unterscheidung ist die, nach der Ethik der Geldentstehung, also des Geldverdienens zu fragen und eben der Geldverwendung zu fragen. Und die Frage ist, kann man Gutes auch mit schlechtem Geld tun? Ja, selbstverständlich kann man das. Und darauf werde ich eingehen. Und die Frage, die dabei auch zu stellen ist, ist dann das Handeln im Ganzen denn gut? Man kann ja sagen, ja, so what? Immerhin wird doch Gutes getan. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, das Handeln ist im Ganzen dann nicht verantwortungsvoll oder gut oder gerecht, müsste man letztlich sagen. Den Grundsatz, den ich im Folgenden entwickeln möchte, den kann man so fassen. Die Geldentstehung, das Geld verdienen, das Geschäfte machen, irgendwo muss es ja herkommen, das Geld, das da gespendet oder geschiftet wird, muss mit der guten Geldverwendung, dem eigenen Anspruch nach natürlich guten und verantwortungsvollen Geldverwendung, konform gehen. Da darf es keinen Schnitt geben. Sonst verdient das Spenden und Stiften nicht die Etikette, philanthropisch zu sein. Das ist die elementare These. Vielleicht ja auch selbstverständlich. Aber es gibt, ich gehe jetzt mal eine Zeit lang in die Unternehmensethik, weil das Geld wird im Allgemeinen oder eigentlich per Definition in und von Unternehmen erwirtschaftet. Unternehmerisch erwirtschaftet. Und da gibt es ein Konzept, eines der vielen verfehlten Konzepte, die wir da finden. Und das ist das Konzept einer Unternehmensethik als Spendenethik. Ich gebe Ihnen das Schlüsselzitat eines Betriebswirten Dieter Schneider. Das ist etwas älter, aber immer noch schlagend für diese Position. Der sagt, nur wer Überschüsse, wer Gewinne erzielt hat, kann sie guten Zwecken zufügen. Nur der also überhaupt ökonomisch erfolgreich ist, kann überhaupt was Gutes tun, der kann überhaupt verantwortungsvoll agieren. Das ist die These, die dahinter steht. Und die Verantwortung des Unternehmens bestünde dann darin, möglichst hohe Überschüsse zu erzielen, um diese dann zu spenden und zu stiften. Je höher die Gewinne, desto besser für die Ethik. Das ist die Botschaft. Und man könnte jetzt fragen, selbstkritisch müsste man jetzt den Schneider fragen, ja, ist es da nicht besser, wenn wir erstmal heute, wir haben hohe Gewinne, die Gewinne reinvestieren, damit wir morgen noch höhere Gewinne haben und so weiter und so fort. Ja, das ist ein gewisser Widerspruch in diesem Konzept. Und meine Frage ist aber zunächst mal, was ist eigentlich falsch an diesem Konzept? Und das natürlich ist daran falsch, dass das unternehmerische Handeln selbst von allen Verantwortungspflichten entlastet wäre. Und das ist der tiefere Sinn dieses Konzepts, der ideologische Sinn. Da darf man sozusagen ruhig über Leichen gehen, im übertragenen, vielleicht sogar Buchstäbchen-Sinne. Und
solange man eben Gewinne erzielt und davon etwas an die Gesellschaft zurückgibt, wie ja gerne formuliert wird. Ich komme gleich nochmal auf diese Formulierung zu sprechen. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich das Wirtschaften nicht etwa, wie Ökonomen anzunehmen scheinen, in Modellen oder auf dem Mond abspielt, sondern zwischen Menschen. Und da muss es verantwortungsvoll zugehen, selbstverständlich, ist das trivial. Man kann jetzt, ich weiß mal ein paar Dimensionen, werden die Mitarbeiter fair behandelt und fair vergütet und werden sie geachtet? Trickst man die Kundschaft aus? Ist man ihnen gegenüber ehrlich? Wird die eigene Machtposition ausgenutzt? Fragezeichen. Wird daran gearbeitet, die ökologischen Belastungen, die man vielleicht das Wirtschaften mitbringt, klein zu halten und möglichst zu verringern? Das ist alles zu fragen. Wird auf regulatorische Arbitrage verzichtet, beispielsweise im Steuerbereich, und auf Lobbying verzichtet? Das sind alles Fragen, die wir, man könnte vielleicht die Liste auch systematischer gestalten, ich habe es mal so gemacht, damit es auch irgendwie greifbar ist, diese Fragen müssen wir eigentlich immer stellen, wenn wir nach dem guten Wirken des Geldes fragen. Wo kommt das eigentlich her? Das ist immer mitzufragen. Wir werden vielleicht eine Podiumsdiskussion Gelegenheit haben, dass vielleicht das neutralisieren kann. Ich glaube das nicht. Also, unternehmensethisch, elementar, kommt es nicht vorrangig auf die Größe des Gewinnkuchens an, der dann vielleicht auch, sondern auf die ethische Qualität, mit der er gebacken wird. Und dann erübert sich vielleicht auch viel dessen, was mir da kombinatorisch spendet. Fragezeichen. Ich mache mit Ihnen jetzt ein paar Beispiele dieser einer von Verständnissen von Unternehmensethik als Spenden, die nämlich ablenkt von der eigentlichen unternehmerischen Verantwortung. Zum Beispiel pharmazeutische Industrie. Ein wunderschönes Zitat eines Vertreters von Merck Pharmaceuticals. Doing well, und doing well heißt hier ökonomisch erfolgreich sein, Gewinne erzielen, is a precondition to doing good, das ist das Spenden, Gutes tun, sagt er. Das ist genau wie Schneider. Und dann zeigt er, was das heißt. An enabling policy environment, und er stellt dann auf das TRIPS-Abkommen. Das TRIPS-Abkommen hat den Patentschutz deutlich ausgeweitet. Is a prerequisite for a company to have the wherewithal, also die Mittel zu haben, to mount a major philanthropic program like the Merck und so weiter, Donation Program. Sie wissen, die Pharmaunternehmen, die spenden ja, man könnte jetzt böse Zungen behaupten, die spenden, um dieses Geschäftsmodell, was zumindest fragwürdig ist, aufrechtzuerhalten. Und nur ein Schlaglicht, also die amerikanischen, die Medikamentenpreise sind in den USA mit Abstand am höchsten. Es gibt also Rentner, die müssen nach Kanada fahren, weil sie sich die amerikanischen Medikamente nicht leisten können. Also sie fahren regelmäßig mit Bussen dahin, zum Beispiel. Nur ein Schlaglicht auf diesen Komplex, den kann ich jetzt nicht beleuchten. Ich will nur sagen, es ist zumindest fragwürdig im wörtlichen Sinne, was denn da die Pharmabranche tut. Ich zitiere Josef Stiglitz, die steil ansteigenden Kosten im Gesundheitswesen wurden angeheizt durch die Selbstverpflichtung der Regierung Bush, den Pharmaunternehmen bei der Preissetzung völlig freier Hand zu lassen. Und das wird jetzt kompensiert oder gerechtfertigt oder einfach der Thematisierung entzogen durch die Patientenhilfsprogramme, vielleicht doch ursächlicher Ansätzen. Weitere Beispiele, Private-Equity-Gesellschaften, die machen nicht nur Unverantwortliches, aber haben manche vielleicht schon. Es gibt einen Fonds in diesem Bereich, der heißt Children's Investment Fund. Und das ist, sorry, ich sage, zynisch, ein zynischer Name. Der unterstützt, wie der Name sagt, Kinder. Wo hat er das Geld her? Und ich zitiere jetzt mal die Schweizer Bilanz. Und dieser Private Equity Fonds hat die holländische Großbank, ein Beispiel rausgegriffen, ABN, Amro, brutal in eine Fusion gedrängt und bringt so wie möglich tausende Familienväter um ihren Job. Weiteres Beispiel, die Beteiligungsgesellschaft Cerberus, das heißt Höllenhund, Nomen ist Omen, fördert Ausbildungsplätze in ihrem Spenden noch ein bisschen aus den Gewinnen, die sie anderswo mit Stellenkürzungen machten, schreibt die Financial Times. Das muss ich ganz genauer anschauen, aber das sind weitere Beispiele dafür. Oder ein weiteres Beispiel, die Bill and Belinda Gates Foundation. Ich weiß nicht, wahrscheinlich in Ihren Kreisen, Sie kennen diesen Fall. Wenn Sie auf Wikipedia gehen, finden Sie sofort unter Criticism diesen Zusammenhang. Nämlich die Chinese Walls zwischen dem Investment-Teil und die 30 Milliarden, glaube ich, müssen ja irgendwie angelegt werden, und dem Caritative-Teil. Da gibt es also Chinese Walls, die sollen nichts miteinander zu tun haben. Das Investment soll nach Rentabilitätsgesichtspunkten und sonst gar nichts passieren. Und der Kritiker Paul Hawken nennt das Blind-Eye-Investing. Also man schaut nicht, was man da tut, was man bewirkt, sondern schaut nur darauf, dass die Zahlen stimmen. Und das führt dann dazu, dass der Caritative beispielsweise dazu
dass der karitative Zweig Impfprogramme gegen Kinderlähmung und Masern in Nigeria finanziert und zugleich der investive Zweig der Foundation Anteile an Ölfirmen erwirbt, die in genau diesem Niger-Delta Gas abfackeln, und mit diesen Stoffen wird die Gesundheit dieser, nicht nur der Kinder, auch der Erwachsenen natürlich beeinträchtigt. Das können Sie nachlesen in der Los Angeles Times. Man kann jetzt sagen, das ist ja in sich widersprüchlich. Übrigens hat die Foundation erst gesagt, okay, wir gehen über die Bücher und ändern das. Und danach haben sie gesagt, nein, wir ändern das nicht. Das ist mein Informationsstand, ist, das ist nach wie vor die Chinese Wall. Das gilt nach wie vor. Weiteres Beispiel, letztes Beispiel. Es ist ein vollkommen zufälliges Beispiel. Ich kann Ihnen sagen, ich darauf kam. Ich habe gesucht nach der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und habe das auch der Schweiz gesucht. Und dann kam ich Stiftung. Und kam dann auf eine McDonalds-Stiftung, die gibt es wohl irgendwie auch. Und da steht, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und da steht dahinter, die Ronald McDonald Kinderstiftung ist lebendiger Ausdruck der sozialen Verantwortung von McDonalds Schweiz. Bereits der Gründer von McDonalds, Ray Kroc, wollte einen Teil dessen, was ihm die Gesellschaft zukommen ließ, an sie zurückgeben. So gründete er die Ronald McDonald's House Charities. Ich wundere mich, dass dieser Begriff so populär ist. Er kommt natürlich aus dem angelsächsischen Bereich, aber auch hier, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Weil die Frage drängt sich doch einfach auf, von wem hat man es denn genommen? Und was hat denn McDonald's in dem Beispiel der Gesellschaft genommen, dass sie sich veranlasst, sieht etwas zurückzugeben? Es ist rätselhaft, dass dieser Begriff so kursiert. Und ich möchte das nutzen, um die fortschrittliche, verteilungspolitische, weltpolitische Großwetterlage kurz zu skizzieren, zu zeigen, was kann es denn sein, dieses Zurückgeben. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Die Summe aller finanziellen Vermögensbestände betrug 1980 12 Billionen Dollar, 2006 206 Billionen Dollar. Die Wirtschaft ist zwischenzeitlich gewachsen, aber nicht annähernd so. Das bedeutet, dass der globale Verschuldungsgrad den Beschäftigten, den Vermögenden, den Rentiers, wie man sie nennen mag, den Investoren, zu verschaffen hat, von 120% des globalen BIP gestiegen ist auf 355% des Weltbip. Das können Sie bei McKinsey nachlesen. Die Weltbeschäftigten müssen, um schuldenfrei zu sein, 3,5 Jahre ausschließlich für die Investoren wirtschaften, um die Schulden abzuwirtschaften. Das ist vollkommen illusorisch, aber Sie sehen damit die Größe. Das ist das, was immer mehr die Billionen-Schuldenbombe nennen. Und dieser Begriff stammt übrigens von einem Analysten von der Boston Consulting Group, der kürzlich ein Buch darüber geschrieben hat. Man kann auch von der Billionenvermögensbombe sprechen, denn die Schulden der einen sind die Vermögen der anderen. Das sind zwei Seiten folgerichtig der gleichen Medaille. Und so kam es ja auch dazu, was die OECD Growing Unequal nennt. Ich gebe Ihnen ein Schlaglicht. Vor allem in den USA ist natürlich aberwitzig, was da passiert. Die 1%, die Topverdiener der USA, bekommen 23% des amerikanischen Volkseinkommens, des BIP. Das sind Zahlen, die waren auch 1928 auf diesem Niveau. Danach kam die Weltwirtschaftskrise. Zwischen 1993 und 2012, also nach inklusive der Bailouts und der Niedrigzinspolitik, bekamen diese 1% zwei Drittel des Wachstums, gingen an die 1%. Ich schaue knapp auf Deutschland. In Deutschland ist das Wachstum der Nullerjahre, des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts, komplett und mehr als komplett zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegangen. Und wenn man auf die Einkommensgruppen schaut, hat nur das oberste Dezil, die Top 10% in Deutschland, haben Einkommen hinzugewonnen. Die anderen haben alle Einkommen verloren. Realwirtschaftlich gesehen, also inflationsbereinigt. Und zwar haben die 12,4 dazugewonnen. Die Schweiz hat sich übrigens den Trend zu einem Niedriglohnsektor im Wesentlichen erwehrt. Und das ist ganz erstaunlich und wäre eigentlich Gegenstand einer eigenen Forschung. Ich rätsel daran, warum das so ist. Und dafür verdient die Schweiz Applaus.
Aber die Schweiz ist schon auch ein Magnet, ich stelle es mal so hin, für High Net Worth Individuals. Sie wissen alle, wer das ist oder was das bedeutet. Damit zusammen hängt der Anlagenotstand des, ich sag mal, des Finanzsystems. Ich kann etwas spitzer sagen, der Rentiers. Ich zitiere einen Vermögensmanager. Und ich kann ihn mehrere zitieren, das fand ich sehr interessant. In den letzten Jahrzehnten haben wir alle im staatlichen und im privaten Bereich, die Staatsverschuldung ist ja nur eine Kleinigkeit der privaten Verschuldung, und die ist natürlich gestiegen wegen der Bailouts und der Konjunkturprogramme nach 2008. Also, wir alle, sagt Zulauf, haben in einem Ausmaß Schulden aufgebaut, dass das System nicht mehr funktionieren kann. Doch, dieses Zitat ist schön formuliert, also ich verstehe es, glaube ich. Man könnte hier sagen, wir haben Vermögen aufgebaut, die Beschäftigten nicht mehr bedienen können, das weiß der. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob im Raum Leute sind, die wissen das auch. Heute geht es nicht mehr um Rendite, sagt er. Im Moment geht es wieder um Rendite, weil die Zentralbanken Geld in das System pumpen, um die toxischen, um die Blase sozusagen zu unterfüttern. Und damit steigen dann die Vermögensbestände noch mehr. Es geht darum, das Kapital, letztlich kann es nur noch darum gehen, das Kapital immer zu erhalten und es in die Runden zu bringen. Darum kann es allenfalls gehen, sagt der Vermögensmanager. Noch ein Beispiel, jetzt forschungsschaftlich, Werner von Tobel, ich glaube, die meisten von Ihnen kennen ihn, einer der aus meiner Sicht herausragenden Ökonomen, Volkswirte der Schweiz. Weil sich die Unternehmen global mit ihren tiefen Löhnen gegenseitig die Nachfrage kaputt gemacht haben, befinden sie sich im Anlagenotstand. Wer soll es denn alles noch kaufen? Leute verdienen immer weniger. Und sie haben ihre Überschüsse zwangsweise auf den Kapitalmärkten angelegt, nämlich in Spekulationsgeschäften, und doch die eine oder andere Blase ausgelöst. Ich kann das hier nur andeuten, ich hoffe, Sie verstehen den Zusammenhang. Wir leben in Zeiten einer Überakkumulation des Kapitals. Die Formel von der Gesellschaft etwas zurückgeben erhält vor dem Hintergrund eine ganz neue und weniger nebulöse Bedeutung. Und das mache ich jetzt, will ich in Folge deutlich machen. Wie können Stiftungen in dieser ökonomischen, auch gesellschaftspolitischen Großwetterlage Teil der Lösung werden? Die Frage nach dem schlechten Geld, das für sich betrachtet Gutes, vielleicht Gutes finanziert, ist nicht bloß eine Frage, ich glaube, das haben Sie erwartet, das ist ja auch so ausgedrückt, nicht aus meiner Sicht, nicht bloß eine Frage von sauberen oder schmutzigen Geldquellen. Das ist vielleicht auch eine wichtige Frage, das ist hier nicht mein Thema. Oder kaum was zu tun, sondern eine Frage dieses Größen und Zusammenhangs. Zum Beispiel, ich personalisiere ungern, aber es gab einen Bericht im Fokus dieses Jahr, Frau Klatten, Sie wissen wahrscheinlich alle, das ist eine Hauptaktionärin von BMW, hoch erfolgreich im Moment, hat allein im letzten Jahr Dividenden von 600 Millionen Euro erhalten. Ist nicht aberwitzig? Ist das leistungsgerecht? Die Frage ist ja, was macht die denn damit? Und es gibt drei Möglichkeiten. Die kann das reinvestieren, um damit im nächsten Jahr vielleicht 700 Millionen zu machen, also auf die 600, 700, wie auch immer jetzt die Vergütungen sind. Sie kann es verprassen im Luxuskonsum, das schaffen die russischen Oligarchen, die kaufen sich für eine halbe Milliarde eine Yacht. Das schaffen die tatsächlich, das macht man höchstwahrscheinlich nicht. Und die dritte Möglichkeit, die kann spenden oder eine Stiftung holen. Es kommt heute darauf an, die exzessive, und zwar um des Wohlergehens der Weltgemeinschaft, die exzessiven Überschüsse, ich behaupte, es sind exzessiven, andere sehen das auch so, so sagt es der griechische Ökonom, recyceln oder rezyklieren, sagt man in der Schweiz. Und das bedeutet, sie dem Wirtschaftskreislauf zurückzuführen, sie darin zu belassen. Statt diesen durch Investitionen auf Biegen und Brechen zu erweitern, das ist zu viel des Investierens. Und ich glaube, Warren Buffett, der hat ja nicht nur von den Massenvernichtungswaffen gesprochen, versteht das ziemlich gut. Und ich bin sehr beeindruckt von einer Begründung für The Giving Pledge. Ich glaube, die kennen alle The Giving Pledge. Er sagt nämlich das Folgende, und er zeigt sich damit als jemand, der bescheiden ist. Ich bin begünstigt von einem Marktsystem, das manchmal verzerrte Ergebnisse erfüllt. Ich glaube, ich habe ein bisschen was zu den verzerrten Ergebnissen gesagt. Und dass die Belohnung reichlich launenhaft verteilt. Also er weiß, er ist nicht im buchstäblichen Sinne der Urheber dieser Milliarden. Das ist gar nicht menschenmöglich.
glaube, das darf man sagen, das ist nicht menschenmöglich. Er ist nicht Leistungsträger, in dem Sinne, man diese Leistung sozusagen erschaffen hat. Großartige Lehrer werden mit dem Dank der Eltern belohnt, doch die Belohnung derjenigen, die faktisch bewertete, die falsch bewertete Wertpapiere erkennen können, also er, kann Milliarden erreichen. Ja, darum gelte es, diejenigen, die im Leben durch das Pech der Umstände die Kürzung gezogen haben, zu unterstützen. Und Warren Buffett sagt auch, stop coddling the supermensch. Also, Warren Buffett sagt nicht, dass das Spenden an die Stelle der Steuern treten sollte, sondern er tritt ausdrücklich ein dafür, dass die Vermögenden doch deutlich höher besteuert werden sollten, weil er es für absurd hält, dass sein Grenzsteuersatz tiefer ist als der seiner Sekretärin. Die Besteuerungssätze in den Zeiten des Wohlstands für alle, in den Zeiten des, in goldenen Zeiten der 50er, 60er und Teile der 70er Jahre, lagen gigantisch viel höher als heute. Und betrafen natürlich vor allem die Kapitaleinkommen. Man muss denken, diese Zeit hat ein gigantisches Wachstum, rauchende Schlote, Riesenfabriken, da muss doch viel Kapital gebraucht worden sein. Nein, das wurde sozusagen durch die Besteuerung durch Staatskonsum vernichtet, als Kapital. Und trotzdem haben sie dieses Wachstum, müssen wir uns vorstellen. In der globalen Welt des Steuerwettbewerbs ist das natürlich vorbei gewesen. Und Warren Buffett gibt schon Signale, als einer, der selbst davon massiv profitiert, er ist ja selbst einer der Super-Super-Rich, sagt, das ist eine Fehlentwicklung. Und damit erweist er sich als Bürger, als Zivilbürger. Die Idee der Unentgeltlichkeit. Sehen die Zeit drin oder vorne? Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen. Das Spenden und Stiften, das Stift ist ja nur das auf Dauer gestellte Spenden, ist Ausdruck des Gedankens der Unentgeltlichkeit. Und ich beziehe mich dabei auf die Sozialentzüglichkeit, auf die ich gleich kommen möchte. Lassen wir vielleicht noch die 3 Minuten. Schaffen wir es in 3 Minuten? Geht das noch? Und das sind finanzielle Gegenleistungen, Verausgaben ohne eine Gegenleistung. Sie sind weder Konsum, sie sind aber auch nicht eine Investition in den eigenen Vorteil, in zukünftige Einkommenssteigerung. Sie sind Ausdruck einer Pflicht, wohlverstandenerweise, und zwar einer verdienstlichen Pflicht. Man soll ja nicht binär denken. Man sollte nicht denken, anders als Altruismus und Egoismus. Wenn man sich dabei gut fühlt, ist das wunderbar. Und das möchte ich jetzt beziehen auf das Wirtschaften selber. Nämlich, ich kann das ganze Zitat leider nicht machen. Sie können es nachlesen. Es ist wirklich faszinierend, was die Sozialentzüglichkeit war. Und ich stehe der katholischen Kirche mir irgendwie nahe, aber ich bin fasziniert von der Sozialentzüglichkeit. Kann ich Sie sehr empfehlen, Caritas in Weltrate. Nämlich die Idee, dass doch da keine Trennung sein sollte zwischen dem Gedanken der Unentgeltlichkeit, der auch im Wirtschaftsleben eine Rolle spielen soll. Das heißt einfach, nicht alles ausnutzen, was sich ausnutzen lässt. Das ist im Moment der Unentgeltlichkeit. Davon sollte auch das Wirtschaften geprägt sein. Und damit kann man erfolgreich sein. Siehe die Idee der Sozialunternehmen. Und dann verschwindet der strikte Gegensatz zwischen Profit und Non-Profit. Und dann kommen wir zu Folgendem. Ich trete dafür ein, dass das Primat auf der Verantwortbarkeit des Geldverdienens sozusagen liegt. Unternehmerisches Handeln, Wirtschaft überhaupt, soll, und jetzt zitiere ich die Sozialentzüglichkeit, soll als Mittel für die Verwirklichung humaner und sozialer Ziele betrieben werden. Und das ist die Idee des Sozialunternehmertums. Nur mit Linux. Von vornherein, sozusagen nicht reparativ, und dann subsidiär, wohlverstanden dieser Begriff. Ich formuliere mal so, falls da noch Überschüsse übrig sind, und das ist eigentlich der Knackpunkt, oder falls da die Wirkungen nicht die richtigen sind, da soll man die Gewinne als ein Mittel begreifen, um eine Humanisierung des Marktes und der Gesellschaft voranzutreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.